Hallo liebe Kräuterfreunde, ein Tipp für oder gegen Gelsen. Ja. Da habe ich schon vorbereitet einen Tee mehr oder weniger aus Beifuß und Katzenminze. Ja. So schaut Beifuß aus und das ist Steppenbeifuß. Also das kann man beides nehmen. Gehören alle zu den Bitterkrautgewächse und dieses Artemis oder Artemis-Gewächse sind sehr, sehr gut, um insektenabwehrende Sachen zu machen. Und da tue ich jetzt zum Beispiel einmal diesen Tee gleich so einfüllen ins Glas, gell? Und dann ätherische Öle dazu, nämlich Eukalyptus und Zitrone. Und nachher kann ich das gleich mit dem Sprüher versehen und nachher gleich direkt auf die Haut sprühen. Also das ist komplett ohne Alkohol. Wenn halt einer allergisch ist, vertrage ich das auch. Ja? Und riecht halbwegs gut. Und kann man eben sofort verwenden und auch bei kleinen Kindern. Da. Und ist mit einem Pumpdings, also das heißt kein Gas dazu. Man kann aber jetzt auch eine Salbe oder eine Creme machen aus dem, und zwar ist das jetzt diese selbe Flüssigkeit mit Beifuß und Katzenminze. Und da habe ich jetzt, tue ich das in die Kochplatten rein, schalt auf 1. Und da habe ich jetzt auch ein Bienenwachs, also eine normale Honigbienenwachskerze aufgeraspelt, gell, das tue ich jetzt dazu. Also das kann man jede Bienenwachskerze nehmen, die nicht lackiert ist. Also die glänzt, die darf man nicht nehmen, weil da ist Lack drauf, die nichts glänzt und grau wird, das ist eine echte, kann man nehmen und das auflösen. Und das kann man dann, ist pflegend und kann man zur Salbenherstellung verwenden. Damit es ein bisschen eine Konsistenz kriegt, tue ich einen Maizena dazu. Maizena. Und hoppala, ungefähr einen Löffel. Ja. Und nachher tue ich noch dazu ein Kokosöl. Und Kokosöl ist ja automatisch schon abweisend gegen zum Beispiel Zecken. Also wenn man jetzt kleine Kinder hat oder auch bei Hunden und Katzen, wenn man Kokosöl drauf schmiert, beißen die Zecken nicht an, weil sie diesen Geruch überhaupt nicht mögen. Ja, weil die Zecken sind ja heuer sehr, sehr aggressiv bzw. in großer Vielfalt da. Und das muss man jetzt leider ein bisschen auflösen lassen. Dauert ein bisschen. Und Kokosöl kann man immer verwenden, ist pflegend und wie gesagt vorbeugend gegen Zeckenbisse auf kleinen Kindern oder Hunde und Katzen. Siehst du, und das wird jetzt so eine Geleeartige Flüssigkeit und das Wachs muss ich nur auflösen. Also das ist jetzt das aufgeriebene Wachs und das Kokosöl und das Maizena. Das wird jetzt eine kompakte Flüssigkeit, also das löst sich alles auf und dann tust du das in die Salbenbecher füllen und nach Bedarf einschmieren. Mhm. Und wenn du jetzt auch das so auf die Dings tust, so, ist ganz, ganz pflegend. Schau. Zum Beispiel das ätherische Öl. Dazu, ich liebe Orangenduft und Zitronenduft. Also das mag ich total gern. Das ist Orangen. So Orangenduft. Dazu ein paar Tropfen. Halt. Und das tut man jetzt so abfüllen. Also das ist jetzt ein Spitzwegerich und Spitzwegerich erkennt man, weil es da 5 bis 7 so Rillen hat. Ja? Spitzwegerich und das kann man, wenn man jetzt gestochen worden ist oder Spinnenbisse, so zerquetschen oder zerkauen und drauf, nimmt die Schwellung und den Juckreiz. Und Spitzwegerich kann man aber gleichzeitig auch nehmen gegen Bronchitis und so weiter. Und da habe ich eine Spitzwegerich-Frucht, also die Blüten, was so ein weißes Kranzl ist vorbei, das sind jetzt die Früchte. Und diese Früchte kann man so runterrebeln und die kann man essen und ins Essen einbauen. Und die machen so, dass sie im Darm aufquellen und diese ganzen Schlacken, die da liegen bleiben, aufnehmen und außer transportiert, ohne dass es Durchfall erzeugt. Also das ist eine natürliche Darmreinigung, das nur so Ergänzung am Rande. Ich danke vielmals, wünsche ein gutes Gelingen und wenn ein Moskito sticht oder beißt, dann diese Salben mitnehmen, weil die halten tadellos und hat auch überall Platz. Danke vielmals, für euch.